Ich danke sehr herzlich dem Professor Knoblacher für die Einladung und für die Ehre, über Rupert Riedl heute sprechen zu dürfen. Es ist in mehrfacher oder zumindest zweifacher Hinsicht der von Ihnen apostrophierte Blick über den Tellerrand, weil ich erstens als Historiker, also als Nicht-Biologe und zweitens als Journalist hier stehe und dementsprechend auch mir Gedanken gemacht habe über Rupert Riedl als öffentliches Ereignis, dass er auch war. Wenn wir brave Lateinschüler von dem Stohwasser gesprochen haben, dann war klar, dass wir damit nicht den Herrn Friedrich Stohwasser gemeint haben, der war ja schon als der Hundertwasser bekannt, sondern von dem mindestens ebenso berühmten Wörterbuch gleichen Namens. Wenn Opernliebhaber generell von der Callas sprachen, brauchte man keinen Vornamen zu kennen, um zu wissen, wer gemeint war. Und wenn Marcel Bravi in einer seiner Opern-Matinee zum tausendsten Mal Vieza erwähnte, hatten die meisten seiner Zuhörer ihren Vornamen schon vergessen. Allein durch das schlichte Pronomen war die Wichtigkeit der Person unterstrichen. Nun, so weit ging es bei dem Riedl nicht. Man wusste, dass er ein bedeutender Mann war, aber den Vornamen sprach man stets mit aus, denn der Stabrein Rupert Riedl war zu präsent und, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten, eine besteingeführte Marke. Journalisten haben eigene Wahrnehmungen, vielleicht auch im Sinne einer Deformation professionell, aber ich glaube in diesem Fall zu Recht, denn für uns, auch junge Journalisten, galt Rupert Riedl nicht nur als Eisforscher, sondern als Eisbrecher für die Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, eben als ein Mann, der selbst ein öffentliches Ereignis war oder als solches gelten konnte. Das galt eben vor allem für uns junge Journalisten, die ihn erst als bereits großen, doch nicht distanziert Entrückten kennenlernten. Und genau das war sein Geheimnis. Kommen wir zunächst noch einmal auf den Riedl zurück. Als solcher wurde und wird sein Buch Fauna und Flora des Mittelmeeres bezeichnet. Als Standardwerk hat der Riedl zahlreiche Studenten, Forscher und Naturfreunde bei ihren Erkundungen von Pflanzen und Tieren des Mittelmeers begleitet. Nach seinem Tod 2005 wurde das Buch sehr schnell vergriffen und seine Frau und die Tochter Smoky Riedl und Barbara Schweder haben es 2011 als Nachdruck der Ausgabe von 1983 neu herausgegeben. Und dabei ist etwas sehr deutlich geworden, etwas Frappantes, was nur von wenigen Werken dieser Art gesagt werden kann. Es war nämlich so einleuchtend und gut, also so zeitlos gut geschrieben, dass es auch nach mehr als 20 Jahren der Letztauflage, der Vorgängerauflage noch gültig war. Und zwar durchaus auch nach ganz knallharten wissenschaftlichen Kriterien, bei aller Kritik, die ja Riedl aus der Fachwelt immer entgegengeschlagen ist. Ein fast unübersehbares Gebiet ist darin nach natürlichen Verwandtschaftsgruppen geordnet, und mögen sich auch lateinisch-griechische Namen geändert haben, so ist die Purpurschnecke noch immer dieselbe. Und man findet sie über den Gebrauch dieses Buches, obwohl sie vor Jahren, ich habe mir das herausgesucht, Murix trunculus geheißen hat. Und jetzt, vielleicht können die Meeresbiologinnen und Biologen und denen mich korrigieren, Trunculariopsis trunculus heißt. Es ging Riedl dabei nicht um eine Vollständigkeit der Art, sondern um eine Vollständigkeit der Organismentype, die man im Meer finden kann. Einer seiner Schüler, der Meeresbiologe Jörg Ott, hat anlässlich der Neuauflage geurteilt, deshalb kann man mit diesem Führer auch überall in der Welt hingehen. Dazu gleich ein Riedl-Zitat. Beständige Namen sammeln zu wollen, ist die trügerische Hoffnung des Dilettanten. Die Ordnung selbst zu erfahren, das lohnende Streben des Kerns. Und im Bestreben, den Menschen die Ordnung der lebendigen Welt beizubringen, hat sich Rupert Riedl als großer Aufklärer erwiesen und in meiner Sicht etwa in der Tradition eines Carl von Linné oder eines Ignaz von Born. Rupert Riedl war ein, und ich sage das durchaus im Bewusstsein der Doppelwürdigkeit dieses Begriffes für uns Medienleute, sei es auch für mich als Wissenschaftsjournalisten, aber für die gesamte Palette der Journalisten, er war ein Experte
Das ist nicht unproblematisch. Normalerweise sind nämlich die Experten in den Medien die Konkurrenten und bisweilen auch die Feinde der Wissenschaftler. Dazu eine kleine Geschichte, Sie werden gleich merken, was es mit Rupert Riedl zu tun hat. Im Frühstücksfernsehen eines deutschen Senders trat einmal ein hohlwangiger Herr grauen Haares und bunten Pullovers auf. Er wurde vom Moderator nach den Folgen von Pilzvergiftungen befragt und antwortete darauf mit einem kurzen Vortrag über Presshaftigkeiten nach dem Pilzgenuss. Während er am Wort war, erschien das Insert Herbert Rambauske, Experte. Am Tag darauf, überall eine Art Masochist, haben wir es wieder angeschaut, wieder Frühstücksfernsehen. Der Moderator fragt nach dem Risiko von Privatkrediten für ältere Menschen und wendet sich an den neben ihm sitzenden Herrn, der auch wohlklingend antwortete, es war einmal mehr Herbert Rambauske, Experte. Wieder am nächsten Tag. Wer das eine Expertise über das neue Olympiastadion und dessen Bauverzögerung abgegeben hat, will Sie nicht überraschen, Herbert Rambauske, Experte. Das ist natürlich eine extreme Form der Pseudo-Experten-Seuche, aber es ist für Journalisten sehr einfach, immer dieselben Experten und nicht wissende Wissenschaftler zu befragen. Und jetzt sind wir wieder bei Rupert Riedl in der öffentlichen Wahrnehmung. Er war nämlich nicht so wie dieser hohlwangige Herr, den ich da gerade zitiert habe, er war beides. Er war Wissenschaftler und beredter Experte von bestechender Klarheit in der Öffentlichkeit. Und das ist eine seltene Paarung gewesen. Gerade in seiner Generation oder in noch älteren Generationen, in denen oft noch zwischen strenger Wissenschaftsdisziplin und der bisweilen als solcher wahrgenommenen Feindberührung mit der Journalie unterschieden wurde, Salopp-Interviews waren noch nicht üblich. Ich erinnere mich, dass mir einmal mein akademischer Lehrer Richard Plaschka erzählt hat, dass anlässlich der 600-Jahr-Feier der Universität Wien der damalige Rektor Fellinger kein Interview gegeben hat. Das wäre gar nicht möglich gewesen, man konnte seine Rede mitschneiden, aber Interview no-go. Und diese Lücke füllten dann bisweilen halbgebildete Schreiber von Sach- und Lachgeschichten, anders als in den angelsächsischen Ländern, in denen immer schon große Wissenschaftler selbst zur populären Feder greifen. Ganz anders Rupert Riedl. Hugo Quartisch, ein wahrhaft großes Kaliber des österreichischen Journalismus, hat es auf den Punkt gebracht. Ich habe ein Zitat von ihm gestohlen. Und das charakterisiert, glaube ich, Riedl sehr gut. Quartisch sagt, wir verstanden uns vom ersten Augenblick unserer ersten Begegnung an. Von wie vielen Menschen kann man das sagen? Ich nur von Rupert Riedl. Woran das lag, habe ich mich oft gefragt. Ein Meeting of Minds, ein sofortiges gegenseitiges Verstehen, aber auch ein Wissen wollen, Antwortraschen. Wer sind wir? Woher sind wir gekommen? Wohin gehen wir? Was bestimmt uns, dich und mich? Was die Gesellschaft, was die Politik, Evolution? Wovon wird sie bestimmt? Was immer auch die Fragen, Rupert ist keine Antwort schuldig geblieben. Das allein aber war es nicht. Nicht sein unglaublich vielseitiges Wissen. Selbst nicht die überraschenden, stets beeindruckenden Denkansätze waren es, die mich so total in seinen Bann zogen. Es war die Art, in der er sein Wissen, sein Denken, sein Ich zu vermitteln wusste. Immer auch begleitet von ein wenig Selbstironie und viel Humor. Ach, hätten wir nur solche Lehrer. In einem der Kinderbücher meiner Frau ging es um neu entstehende Wesen und deren Evolution. Was fragte sie Rupert, was wäre denn ein unerwarteter Evolutionssprung für diese Wesen? Die Antwort kam spontan. Ein Seelenauge. Ein Seelenauge? Ja, das würde ihnen ermöglichen, alles zu begreifen, was andere empfinden und denken. Eine völlig neue Art der Kommunikation, des Aufeinandereingehens, des gegenseitigen Verstehens. Ein Seelenauge. Rupert Riedl hatte es. Zitat Ende. Leute wie Riedl bleiben meistens nicht nur bei einem Metier. Er hat sich im Laufe seiner Karriere nicht nur in zahlreichen biologischen Fachdisziplinen erfolgreich betätigt, vor allem in seinen späteren Jahren, so gesehen immer mehr eben auch zur Philosophie,
Der Forscher begann seine Laufbahn als Meeresbiologe, später verschrieb er sich morphologisch-anatomische Studien, die schließlich in der Weiterentwicklung der, wie wir heute schon gehört haben, von den beiden österreichischen Nobelpreisträgern Karl Popper und Konrad Lorenz begründeten evolutionären Erkenntnistheorie gipfelten. Kernaussage der evolutionären Erkenntnistheorie ist es, die Ordnungsmuster unseres Denkens als ein Selektionsprodukt aus den Ordnungsmustern der Natur zu betrachten. Begonnen hat er, Sie müssen es nachher wieder einschalten, Sie müssen nachher erreichbar sein. Das ist aber so wie eine Werbepause. So begonnen hat Riedl ja ganz anders. 1925 ist er als Sohn eines Bildhauers in Wien geboren worden und sollte eigentlich auf Wunsch des Vaters als akademischer Maler beginnen. Aber vorerst kam der Weltkrieg dazwischen. Er hat nach Absolvierung der Kriegsmatura 1943 den Arbeitsdienst absolviert und ist dann doch noch zur deutschen Wehrmacht eingezogen worden, wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft, aus der er 1945 heimgekehrt ist. Und getreu dem Dienst seines Vaters hat er dann 1945/46 ein Gastspiel auf der Akademie der Bildenden Künste gegeben. Das normale Generationenerlebnis der damaligen Zeit war, dass die Väter eigentlich gesagt haben, mach was Gescheites. Ne? Und nein, aber der hat gesagt, Kunst. Und ja, aber trotzdem geblieben ist davon eine lebenslange Liebe zu Kunst und Kultur. Beruflich hat er sich dann sehr rasch für die Naturwissenschaften entschieden, kurzer Ausflug in die Medizin und dann die thematisch umfassendere Biologie. 1952 hat er an der Universität Wien promoviert. Ich erzähle das für die paar in diesem Raum, die nicht so vertraut sind mit seiner Biografie. Schon in Studentenzeiten hat er seine Führungsqualitäten bewiesen. 1948/49 berühmt geworden die erste Nachkriegsexpedition, Unterwasserexpedition Austria, die unter anderem nach Sizilien geführt hat. Es folgten dann Studienaufenthalte an verschiedenen meeresbiologischen Stationen im Mittelmeer und an der Nordsee. Und aufgrund dieser Expeditionserfahrungen war er dann auch maßgeblich am Aufbau der österreichischen meeresbiologischen Studentenkurse beteiligt. Die erste Anstellung hat er dann 1953 am Zoologischen Institut bei dem bekannten Anatomen Karl Marinelli erhalten. 1960 Habilitation für Zoologie unter besonderer Berücksichtigung der Morphologie und Meereskunde. Auf diesem Gebiet hat er dann seine ersten bahnbrechenden Arbeiten und Bücher veröffentlicht, darunter die Biologie der Meereshöhlen und die Fauna und Flora der Adria. Und das war genau das Werk, das er dann später erweitert hat zu diesen beeindruckenden 800 Seiten zur Fauna und Flora des Mittelmeers, eben zu dem der Riedl genannten Werk, das mit Abstand umfassendste Werk über das Mittelmeer. 1967 eine Einladung durch die National Science Foundation als Gastprofessor an die University of North Carolina, wo er dann ein Jahr später an die dortigen Meeresstationen berufen wurde. 1971 ist er an die Universität Wien zurückgekehrt als Ordinarius des Zoologischen Institutes und hat dann in der Folge die Abteilungen Meeresbiologie und Ultrastrukturforschung sowie die theoretische Biologie gegründet. Ich zähle noch ein paar wissenschaftliche Arbeiten von ihm auf, die ja schon in der Evolutionsforschung beheimatet waren: die Ordnung des Lebendigen, die Strategie der Genesis, Evolution und Erkenntnis, die Spaltung des Weltbildes 1985, Kultur, Spätzündung der Evolution 1987, ein ungemein produktives Jahrzehnt, der Wiederaufbau des Menschlichen 1988, oder die Biologie der Erkenntnis, die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft, 1988. Ein Jahr davor war er Mitherausgeber von Entwicklung der evolutionären Erkenntnistheorie. Sein Beitrag dazu war vor allem der Vergleich des Entstehens unserer Denkordnung mit dem Entstehen von Ordnungen der Natur, die Begründung der Ersteren durch Letzteres. Und dann wurde es politisch. Er hat sich zunehmend für den Umweltschutz engagiert, 83 in der Hamburg-Bewegung aktiv gewesen und hat sich auch als einer der drei Präsidenten des Forums österreichischer Wissenschaftler für den Umweltschutz
kritisch zu Fragen wie Umweltschutz und auch EU-Mitgliedschaft, damals noch EG-Mitgliedschaft, geäußert und forderte verstärkte Umweltbildung in der Bevölkerung. 1989 ist Professor Riedl noch einmal an die Wirkungsstätte seiner Jugend zurückgekehrt. In dem Buch Die Gärten des Poseidon, das auch Grundlage für eine mehrteilige, ich glaube fünf Teile waren es, Dokumentationsserie des ORF wurde, zeigte er Schönheiten, aber auch die nachhaltigen Veränderungen im europäischen Mittelmeer auf, die der Mensch in den letzten Jahrzehnten verschuldet hat. Nach dem Tod von Konrad Lorenz gründete Riedl 1990 das nach dem Nobelpreisträger benannte Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in der ehemaligen Lorenz-Villa in Altenberg. Das Institut beschäftigt sich eben aufbauend auf der von Lorenz mitbegründeten Evolutionstheorie mit der Entwicklung der Theorie des Verhaltens und der Kognition. 1996 gründete er dann gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerkollegen in Anlehnung und Weiterführung des Clubs of Rome, den Club of Vienna, dem wir heute verdanken, hier zu sein. Wie wir es heute auch schon eindrucksvoll gehört haben, versteht sich der Club als fachübergreifende Plattform zu Phänomenen wie Wachstum in der Wirtschaft. Robert Riedl ist, und jetzt bin ich wieder bei der öffentlichen Wahrnehmung, in seiner engeren Disziplin im Laufe des Lebens eigentlich treu geblieben. Das erwiesen seine Filme vom Leben im Riff 1951, ein beeindruckender Film in Farbe, bis zu den Gärten des Poseidon 1989. Zugleich ist aber auch vom engeren Meeresbiologen zum weiten Theoretiker geworden. In seinen letzten Werken wie Weltwunder Mensch oder Wie wir gemacht sind und Meine Sicht der Welt erweist er sich als das, was ich als Polyhistor bezeichnen will. Und das letzte Werk möchte ich einige seiner Gedanken wörtlich wiedergeben, die zeigen, wie er komplexe Gedanken in klare Sätze zu gießen vermochte. Und ich möchte Ihnen damit vielleicht eine kurze Möglichkeit geben, sich nicht nur einzulesen, wie wir es heute schon als Postulat gehört haben, sondern vielleicht einzuhören. Wahrnehmung ist ein etymologisch schönes Wort. Aber nehmen wir die Welt wahr, wie sie ist? Gewiss nicht. In unseren Hirnen ist es ziemlich still und ganz finster. Wie also kommt Licht in die Sache? Nun wissen wir schon, dass es in der außersubjektiven Welt keine Farben und Töne gibt, sondern nur elektromagnetische und materielle Wellen. Sie entstehen Ladungen an den Synapsen durch Klicke geleitet werden. Aber es klickt im Hörnerv genauso wie im Optikus. Erst das Gehirn macht daraus an einer Stelle Geräusche, an einer anderen Farben. Freilich sind das Symbole für diese und jene Schwingungen, aber so einfach ist die Sache eben nicht. Denn diese Symbole sind Qualitäten, die es in der Außenwelt nicht gibt. Haben wir uns diese erträumt? Kann schon sein, aber leider hat diese Frage keinen Sinn. Wir berühren damit das Leib-Seele-Problem, das von dieser Frage aus nicht zu lösen ist. Besser, wir nehmen es einmal zur Kenntnis und gehen zunächst vorsichtig mit ihr an. Jedenfalls stellen wir fest, dass wir, wenn wir uns an diese Symbole halten, seit Generationen ganz passabel durch eine im Grunde farb- und geräuschlose Welt tragen. Nehmen wir die reale Welt einfach als Hypothese. Sie hat uns in ihr immerhin so weit erhalten, dass wir in ihr nicht nur traben, sondern auch über sie grübeln können. Ich sagte schon, Wahrnehmung ist ein schönes Wort. Es deutet an, dass wir etwas für wahrnehmen dürften. Im Grunde ist das berührend. Denn was sollte das Wahre dabei sein? Ich zweifle nicht an der Realität dieser Buchstabenketten vor meinen Augen, aber auch nicht an der Wahrnehmung eines Universitätsgespenstes in meinem letzten Traum.
Als ich ein kleiner Junge meinem Vater seine Ermüdung und meiner Traumgeschichten schon anmerkte, betonte ich: Papa, das habe ich aber nicht geträumt, sondern geträumt wirklich. Philosophen sind beunruhigt durch dieses hier vertretenen hypothetischen Realismus. Es geschieht ihnen recht. Nicht minder schön sind unsere Worte Begreifen und Wirklichkeit. Zu Recht bezeichnet es alles, mit dem wir wirkend umgehen. Aber freilich auch das gestirnte Firmament, wie es Kant so beeindruckte. Was ist nun Erfahrung? Gewiss soll man reisen, um mehr zu erfahren. Merkwürdigerweise aber muss sich etwas regelmäßig wiederholen, damit wir Erfahrung gewinnen, denn ihr Nutzen steckt zuerst im Gewinnen von Voraussicht. Richtige Prognose bedeutet Lebenserfolg. Dieser Prozess des Erfahrungsgewinns verläuft überwiegend unbewusst, wurzelt tief im Tierreich und setzt sich in dem fort, was wir Verstand nennen. Viel an Erfahrbarkeit über sich wiederholende Phänomene in der Welt ist uns durch unbedingte Reaktionen, Reflexe längst abgenommen. Ein scharfer Luftstrahl auf das Auge lässt es sofort schließen, ein Schutzreflex. Er könnte Sandkörner auf die Kornea bringen. Lässt man aber im Experiment regelmäßig vor dem Luftstrahl einen Ton erklingen, so wird nach rund einem Dutzend Wiederholungen das Auge schon beim Ton geschlossen. Das ist über Konditionierung ein bedingter Reflex, eine Vorwarnung der kommenden Störung. Was aber hat in dieser Welt ein Ton mit einem Luftstrahl zu tun? Gewiss nichts. Was konditioniert, beruht auf der Verrechnung sich wiederholender Koinzidenz. Hier durch das Experiment gesetzt. Diese Automatik aber ist durch ihren Erfolg eingebaut worden, weil es sich herausstellt, dass die meisten sich wiederholenden Koinzidenzen in der Natur tatsächlich nicht von zufälliger Art sind. Ihre Erfahrbarkeit ist vorweggenommen. Und hier, meine Damen und Herren, lesen Sie am besten selber für sich weiter. Das Buch ist erhältlich. Robert Rieder, 90 Jahre nach seiner Geburt, 10 Jahre nach seinem irdischen Ableben, ein öffentliches Ereignis, ein Aufklärer, ein überzeitlicher Geist. Ich danke.